Guten Abend. Ich möchte die letzte Veranstaltung für heute moderieren mit Max Schrems. Mein Name ist Shalini Randeria vom Institut für den Wissenschaften von Menschen. Max Schrems kennen Sie bestens bereit, nehme ich an. Für diejenigen, die die neuesten Wendungen in den Prozessen gegen Facebook, Google und so weiter, die Herr Schrems in die Wege geleitet hat, nicht verfolgt haben. Vielleicht drei Eckdaten, die wichtig sind. Er ist Jurist und Datenschutzaktivist, lebt in Wien, promoviert zurzeit auch hier, oder sind Sie fertig schon? Ich habe nach 3 Jahren noch immer kein Wort geschrieben, das ist ein bisschen so ein Wunderpunkt. Okay, dann reden wir nicht über Wunderpunkte, weil wir haben... Man muss eigentlich mehr über Wunderpunkte reden. Wir reden über nicht persönliche Wunderpunkte, weil die gibt es auch genug, worüber wir diskutieren werden heute. 2012 gründete er den Verein zur Durchsetzung des Grundrechts auf Datenschutz, Europe-versus-Facebook.org, und bekannt wurde er nicht nur in Österreich, Europa, sondern auch in den USA durch die sogenannte Sammelklage, und darüber kommen wir dann nachher zu sprechen, gegen Facebook und die kommerzielle Nutzung unserer Daten, die dort versammelt, gesammelt werden. Der Prozess ist in mehreren Instanzen weitergegangen. Den Prozess werden wir auch im Gespräch folgen. Und das wird unser Thema sein, der Kampf um Daten, um Datenschutz. Als allererste die Frage, wie kamen Sie überhaupt dazu, für den Datenschutz zu kämpfen? Das weiß ich eigentlich gar nicht ganz genau. Also ich habe mich eigentlich für Technologie schon immer begeistert. Also ich war immer eher so der schon jeden Computer auseinandergeschraubt hat. Oder ich glaube, ich habe mich mit 10, 12 Jahren schon mindestens 20 Mal gestromt gehabt bei irgendwas, was ich im Keller herumgefuselt habe. Und es ist interessant, weil die meisten Leute, die eigentlich in diesem Datenschutzbereich sind, eher auf der Pro-Technologie-Seite sind, also eher die Early Adopters und so weiter, wo man oft sozusagen den Mief nachgeschmissen wird, so der ist ja gegen Technologie und so. Und in Wirklichkeit sind das eigentlich oft die Leute, die selber da programmieren und so. Und ich glaube, das erste Mal wirklich intensiver gefragt, wie weit soll sowas eigentlich gehen, war bei mir in der Highschool in den USA, war ich ein halbes Jahr in Zentralflorida, und da hat es einfach überall Videoüberwachung gegeben in jedem Ding. Die Lehrer haben innerhalb von 1-2 Minuten eintragen müssen, wer zu spät ist. Also es hat so eine ganze Überwachungskaskade gegeben. Wir haben eine eigene Polizeistation gehabt an der Schule mit irgendwie Drogenhunden und was weiß ich. Und wir waren eine Landschule. Also bei uns waren alle Bauern de facto am Land mit 20.000 Einwohnern. Die nächste große Stadt ist Orlando, 2 Stunden weit weg. Also, oder es hat zum Beispiel Lockdowns gegeben. Also da wird einfach ein Teil der Schule, heißt Lockdown, du musst dann deine Taschen ausleeren und musst den Raum verlassen, und dann dürfen sie halt durch die Rucksäcke durchgehen und bla 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 und die Spins aufsperren und was weiß ich. Oder ganz banal, das ist einfach eine lustige Geschichte, es war zum Beispiel die Google-Bildersuche gesperrt, weil man hätte ja Nackerte googeln können. Und deswegen war irgendwie überall die Google-Bildersuche gesperrt. Ich habe ihnen dann gezeigt, dass es auch Google.at gibt, und da waren die Nackert nicht gesperrt. Das hat für viel Freude gesorgt. Also das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich mich dann irgendwie mehr damit beschäftigt habe, wie weit soll halt in dem Fall die Schule, der Staat oder was weiß ich, da in deinen ganzen privaten Dingen herumgehen. Und es ist auch in der Schule auch weiter gewesen, dass eben alles schon gegradet worden ist. Also es waren immer anonyme Tests, die halt fairer sind in dem Sinne, wie der Lehrer sieht halt nur eine Nummer und weiß nicht, wer das geschrieben hat. Aber es ist alles in Punkten berechnet, es gibt keinen Spielraum, es menschelt nicht bei der Benotung, wo man sagt, naja, der hat sich gut bemüht und die kann ja erst seit 3 Jahren Deutsch, oder das ist der Austauschschüler, den benoten wir ein bisschen besser, so in die Richtung. Ne? Das war, glaube ich, auch interessant, dass das alles sehr mathematisch war, sehr, sehr technisch war. Und ich glaube, seit damals habe ich mich dann das erste Mal wirklich intensiver damit beschäftigt, wie weit sowas eigentlich gehen soll oder nicht. In Ihrem Buch haben Sie eine Anekdote, die ich ganz kurz erzählen möchte und daran eine Frage anschließen möchte. Sie erzählen, dass Sie einen Anruf bekamen von einem Journalisten aus dem New York Times,
der die Frage stellt, wieso sind Sie Europäer so besorgt über den Schutz Ihrer Privatsphäre? Ob das daran läge, dass Sie eine Nazi-Vergangenheit hätten oder ob es an Kommunismus liegen könnte? Und diese Anekdote fand ich interessant, also nicht nur über Geschichtsbewusstsein, über Europa in den USA, das sagt uns auch einiges aus, aber was es uns aussagt, ist über kulturelle Unterschiede in sowohl dem Schutz des Privatsphäres, sondern aber auch über nicht nur die Sensibilität zu diesem Thema, sondern auch die Definition. Also was konstituiert unsere Privatsphäre und ob Daten eigentlich privat sind. Und Sie machen in Ihrem Buch das Argument, dass diese grundlegende kulturelle Unterschiede in europäischen oder auch innereuropäisch kann man sagen, es gibt große Unterschiede zwischen Italien, Finnland, Deutschland, über welche Daten geschützt werden sollen und was zur Privatsphäre gehört. Aber dass diese kulturellen Unterschiede sehr aufschlussreich sind, wenn wir rechtliche Unterschiede im Datenschutz verstehen wollen. Und können Sie das einfach erläutern, damit wir einen Hintergrund haben und dann schreiben wir? Ja, ich glaube, es ist ein Versuch, auch diesen Argumentationsdruck von der Privatsphäre wegzunehmen, weil es gibt ja sozusagen prinzipiell den Druck, warum braucht es das, kann man das anfassen, kann man das mathematisch berechnen, warum überhaupt. Ne? Und bei ganz vielen Sachen gibt es keinen logischen Grund, warum was privat ist. Also mein Lieblingsbeispiel ist Sexualität. Das ist klassisch was Privates in den meisten Kulturen, aber es gibt eigentlich keinen logischen Grund, warum man nicht Sex auf der Straße haben könnte. Also mir ist bis jetzt zumindest kein logischer Grund eingefallen. Das ist rein kulturell, dass das einfach eine private Sache ist. Ne? Es gibt andere Sachen, die sind logisch begründbar. Die freie Wahl ist halt auch nur dann möglich, wenn ich eine gewisse Privatsphäre in der Wahlkabine habe, weil wenn mein Vorgesetzter weiß, wen ich will, dann wähle ich vielleicht anders und so weiter und so fort. Das ist relativ logisch begründbar. Und ich glaube, dass wir uns den Luxus nehmen müssen zu sagen, ja, es gibt Teile der Privatsphäre in dem Bereich, die nicht logisch begründbar sind, die wir aber einfach kulturell gerne so wollen. Wir müssen auch vielleicht nicht unbedingt wissen, warum wir das so wollen. Das ist ähnlich wie die Debatte, ist Versicherung eine staatliche Sache oder eine private Sache? In den USA ist halt das Risiko, dass ich Krebs bekomme, persönlich verschuldet, weil ich habe mehr geraucht und bin mehr geflogen und habe deswegen mehr Höhenstrahlung eingefangen, was weiß ich. Und bei uns sieht man das halt als allgemeines Risiko. Das sind Sachen, die sind nicht unbedingt abschließend logisch begründbar. Und ich glaube, dass das in der Privatsphäre ähnlich ist, dass wir einfach sagen müssen, gut, es gibt gewisse Dinge, die da die Mehrheit als privat sieht. Das ändert sich auch sicher, also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Was heute privat ist oder was vor 20 Jahren privat ist, wenn man sich anschaut, vor 20 Jahren, wo der gläserne Bürger irgendwie heraufbeschworen worden ist, weil es jetzt drei Akten gibt, die digital geführt werden könnten, da sind wir meilenweit woanders, als wir vor 20 Jahren waren. Aber es gibt doch noch Sachen, wo, glaube ich, die Mehrheit sagt, gut, das ist privat oder da mag ich die Kontrolle haben und so. Und ich glaube, das müssen wir auch ein bisschen, ist in Wirklichkeit bei mir so ein Rechtfertigungsargument, nicht unbedingt erklären zu müssen, warum wir das brauchen, sondern einfach zu sagen, Mehrheitsmeinung, Demokratie, danke, Wiedersehen. Aber ich glaube, da gibt es eben noch viel tiefere Sachen. Und es ist auch noch abschließend dazu was Spannendes. Ich glaube, es gibt auch verschiedene Dimensionen der Privatsphäre. Also eben Sexualität ist ein typisches Beispiel. Da sind die Amerikaner viel privater. Jetzt wieder sehr vertypisierend und vereinfachend erklärt, aber wenn es um Sexualität geht, ist da zum Beispiel sehr viel, viel privater als in Europa, wo wir da sehr viel freizügiger sind. Und dann gibt es wieder andere Themen, wie was ist mein Einkommen oder wie viel Steuern zahle ich oder nicht, die bei uns wieder viel privater vielleicht sind als in den USA. Und ich glaube, dass das wir auch ein bisschen multidimensionaler denken müssen. Es gibt nicht so die Europäer, die alles privat haben wollen und dann die Amis, die sowieso sich um nichts kümmern. Ich glaube, da gibt es viele, viele Abgrenzungen zwischen den verschiedenen Kulturen, das ist relativ interessant, selbst innerhalb von Europa, also Skandinavien ist da eben sehr auf der Transparenzschiene, da hat es, ich weiß nicht mehr, ich vergesse es immer, ob Schweden oder Finnland war, auf jeden Fall eines von den beiden Ländern geben, da hat man per SMS abrufen können, wie viel der Nachbar Steuern zahlt hat, im Sinne von der Transparenz, weil wenn jeder weiß, wie viel wer zahlt, dann zahlen es vielleicht mehr oder was weiß ich, was der genaue Gedanke dahinter war, aber es war irgendein Transparenzargument, das wäre bei uns wieder, glaube ich, also da wird sogar die ÖVP bei uns dann irgendwie die Daten, die Privatsphäre wiederfinden, wenn es ums Geld geht, aber das ist relativ spannend, wie das in den Kulturen da recht verschieden ist. Und die Daten, die im Zentrum ihren Kampfes, ihres rechtlichen Kampfes stehen, sind Daten, die Konzerne von uns sammeln. Nicht nur Daten, die Facebook hat,
weil wir sie selbst zur Verfügung gestellt haben, sondern auch Daten, die sehr viele Unternehmen von uns haben, als individuelle Daten und auch aggregierten Daten, also als Big Data, Daten, die wir nicht mal zur Kenntnis nehmen, dass sie von uns preisgegeben worden sind. Und zwar einerseits, weil wir oft nicht wissen, was technologisch überhaupt möglich ist, in welchen Sphären Daten von uns dauernd erfasst werden. Aber auch, weil wenn wir bestimmte Suchdienste, bestimmte Serviceleistungen im Internet nutzen wollen, müssen wir uns mit den Bedingungen einverstanden erklären. Und damit eigentlich stimmen wir schon zu, dass diese Konzerne Zugriff auf unsere Daten haben. Und damit fängt sozusagen, fangen zwei Probleme an, worauf Sie aufmerksam machen. Einmal die Riesenasymmetrie in den, also was wir über die Konzerne wissen, die über uns Daten sammeln, und was sie über uns wissen. Und zweitens das Problem, wem gehören diese Daten? Wessen Eigentum sind sie? Und wenn sie meine Privateigentum sind, was darf der als Unternehmen damit überhaupt machen? Können Sie ein paar Beispiele erklären, wie weit diese Datensammlung zurzeit fortgeschritten ist und wo sie massive Einschneidungen von unseren Grundrechten dort auf diese Problematik gestoßen sind? Das ist jetzt ganz viel in der Frage drinnen gewesen. Ich glaube, was mir ganz wichtig ist, weil es in der Frage war und einfach nur so zum Grundverständnis, wir haben zwei Ebenen. Wir haben das, was wir am Bildschirm sehen, und das nennen sie im Silicon Valley allgemein Positive User Experience. Also es soll sich positiv, pink, alles schön, gut anfühlen. Das sieht man auch nur das, was man irgendwie erwartet, dass die Webseite von einem hat. Im Hintergrund gibt es dann das eigentlich Spannende, und mit dem haben wir uns immer mehr auseinandergesetzt, als wie mit dem Posting, was da irgendwo ist. Und da gibt es viel tiefere Daten, die eben aus der Big Data Analyse rauskommen, aus dem Ding, dass Daten einfach gehandelt werden, verkauft werden, andere Leute die Daten hochladen. Also es gibt die sogenannte Schattenprofile zum Beispiel bei Facebook, wo die Daten selbst hochgerechnet werden und von anderen Leuten hochgeladen werden. Und es gibt Profile von diesen Leuten dann, die nicht mal selber jemals ein Facebook-Profil eröffnet haben. Also das Ding, ich bin nicht auf Facebook, also haben die nichts von mir, ist relativ gaga, weil irgendjemand anderer hat schon was hochgeladen über die Daten, also über die Handy-Apps und so weiter, kann man das alles recht schön machen. Es muss nicht mal mein E-Mail sein, so, solange ich auf die E-Mail von jemand antworte, der auf... Ganz klassisch zum Beispiel, wahrscheinlich von eben in dem Raum haben 100 andere Leute die Handynummer in einem Handy eingespeichert. Wenn jetzt 50 davon die Facebook-App installiert haben, dann werden 49 davon das aktiviert haben, dass das synchronisiert, und damit wandert meine Handynummer, die jetzt Hausnummer in Ihrem Telefonbuch ist, bei Facebook hoch, auch wenn ich gar kein Facebook-Profil habe. Und nachdem ich das bei 50 Leuten machen kann, kann ich dann hochrechnen, okay, die Person kennt diese 50 Leute, also wahrscheinlich 3 arbeiten bei dem und dem Arbeitgeber, ergo wird der dort auch arbeiten, weil warum kennt er den sonst? 4 Leute sind zu der und der Schule gegangen, ergo wird der auch dort in die Schule gegangen sein, weil warum kenne ich sonst 4 Leute in genau dem Gymnasium? Und das geht rauf, bis da kann man die Sexualorientierung ausrechnen und so weiter und so fort. Also das geht mit ganz, und das sind banale Datensätze im Vergleich zu dem, was da noch zusätzlich alles ist. Und das ist mal eine Sache, die wir verstehen müssen, dass dieses Argument, du hast es ja online gestellt, strukturell falsch ist. Also es gibt schon das betroffene Nacktbild, was irgendjemand frei ins Internet stellt, der ist auch selber schuld. Das ist ein Thema. Das muss man aber sozusagen trennen von wirklicher Datenaggregation. So, das war jetzt mal Punkt 1. Punkt 2 ist die ganze Frage Zustimmung und so weiter. Ich sage generell, stimmen es zu, wie es lustig sind, weil in Europa ist eh ungültig. Also ich kann auch zustimmen, dass meine Seele dem Teufel vermacht wird. Es ist halt einfach ein ungültiger Vertrag. Und so ähnlich ist es auch im Datenschutz. Da gibt es eigentlich sehr viele Bestimmungen in Europa, die diese Zustimmungen ungültig machen. Und das Problem, was wir da in der Praxis haben, ist, es gibt zwei Modelle. Es gibt in den USA das sogenannte Notice-and-Choice-Modell. Das ist in den USA sehr verbreitet. Ganz plastisch erklärt, in Kalifornien gibt es zum Beispiel die Vorgabe, dass ich draufschreiben muss, wenn was krebserregend sein könnte. Das heißt, ich bin, keine Geschichte, nicht erfunden, in LA gewesen, habe mir dort ein Auto gemietet, bei Hertz. Und da ist dann auf der Fahrertüre draufgestanden, so ein langer Zettel, alles mögliche in diesem Auto könnte krebserregend sein, fortpflanzungsschädlich, was weiß ich, alles so eine Latte. So, das ist Notice.
Und Choice ist dann, steige ich in das Auto ein oder bleibe ich am Beton sitzen. Das ist so circa die, ja. Und das ist ein klassischer amerikanischer Regelungszugang, der sich auch in der Privatsphäre so niedergesetzt hat. Das kommt daher, dass es in Kalifornien ein Gesetz gibt, wo drinnen steht, du musst eben so einen Zettel praktisch auf die Webseite kleben. Das nennen wir heute Privacy Policy. Aber diese Zettel, also diese Cancer Notice, da gibt es ein Foto vom Disneyland in L.A., wo sogar auf dem Disneyland draufpickt, dieses Disneyland enthaltet Stoffe, die krebserregend sein könnten. Ne? Und so regeln wir derzeit die meisten Webseiten, eben mit diesem Notice-and-Choice-Modell. Europa hat ein... Sind die Firmen gegen Schadensersatz klar? Genau, die schreiben einfach in den Zettel rein, wir machen, was wir wollen. Und solange wir sagen, wir tun, was wir wollen, können wir mit den Daten tun, was wir wollen und Punkt. Und die Leute lesen es eh nicht durch und fertig. Der europäische Regelungszusatz ist ganz anders. Du musst dich voll informiert sein, nur wenn ich wirklich verstehe, was da drinnen steht, ist meine Zustimmung überhaupt gültig und so weiter und so fort. Jetzt gibt es eine Datenschutzgrundverordnung, die kommt nächsten im Frühjahr, da wird es noch viel strenger. Das heißt, im Großen und Ganzen sind diese Zetteln, also Privacy Policies auf den Webseiten, sowieso ungültig. Also kein Mensch hat freiwillig zugestimmt, nachdem er für 1.000 Euro ein iPhone kauft, dass jetzt wirklich alle seine Daten freiwillig nach Apple marschieren. Also keiner, du musst draufdrücken, weil sonst hast du für 1.000 Euro ein Brick gekauft. Und ausdrücklich steht aber im Gesetz, eine Zustimmung kann nur freiwillig erfolgen. Punkt. Ne? Also ich glaube, das muss man ein bisschen auch sozusagen zurückschränken und sagen, ja, die Amerikaner kommen mit ihrem Regelungszugang nach Europa rein, der ist aber bei uns ungültig. Also ich sage immer, drückt es drauf, am Ende ist eh wurscht, weil wenn es drauf ankommt, ist es eh ungültig und machen uns eh was wollen. Ne? Und eine andere Option habe ich nicht. So, jetzt habe ich irgendwie die drei Vorfragen unpacked, nur nicht Ihre eigentliche Frage. Eigentum. Ja, wem gehören diese Daten? Ja, das ist ganz spannend, weil es gibt immer wieder Debatte zum Frage Eigentum von Daten. Also wer an Daten überhaupt Eigentum haben kann, das ist umstritten. In Österreich ist die Grundmeinung, man kann an Daten selber kein Eigentum haben, weil das ist eine Information und an einer Information kann man kein Eigentum begründen. Ich finde das spannend, da könnte man sogar weiter forschen, ob man das nicht ein bisschen weiter treiben könnte. Aber Eigentum hat man im Prinzip mal nicht dran. Jetzt gibt es aber an einer Datenbank zum Beispiel Copyright. Also ich kann an einer Datenbank, wo personenbezogene Daten drinnen sind, ein Copyright haben. Gut, ich kann faktisch die Macht drüber haben, indem ich einfach die Datenbank beherrsche, ich kann die verkaufen und so weiter und so fort. Unabhängig davon habe ich aber auch noch Recht einen Datenschutz an dieser Information. Das heißt, rechtlich gesehen habe ich ganz plastisch gesagt zum Beispiel ein Foto, was ich jetzt von Ihnen hochlade auf Facebook. Da habe ich das Urheberrecht am Foto, wenn ich das Foto gemacht habe. Sie haben die Persönlichkeitsrechte nach dem Urheberrecht schon mal, die Datenschutzrechte, weil es ein personenbezogenes Information ist und eventuell hat Facebook Nutzungsrechte, weil in meinem Vertrag, wo ich es bei Facebook hochgeladen habe, steht, dass Facebook die Daten weiter nutzen kann. So, jetzt haben wir ein Foto und mindestens mal drei Leute, die Rechte dran haben und das ist die Schwierigkeit in dem Bereich, dass das alles nicht sehr klar ist und wir werden es auch nicht sehr anders lösen müssen, weil all diese lösen können, weil all diese Rechtspositionen durchaus eine Begründung haben. Die Frage ist halt, ob man sich dran hält und ich glaube, das ist im Kern das Problem im Datenschutz. Wir haben wunderbare Gesetze, aber kein Mensch hält sich dran, weil es schlichtweg billiger ist, sich nicht dran zu halten, als sich, also ganz vereinfacht gesagt, wenn Sie ein großer Konzern sind, ist es teurer, einen Anwalt anzustellen, der Ihnen sagt, wie Sie sich ans Gesetz halten, als wie in Österreich 20.000 Euro Strafe, Maximalstrafe zu zahlen. Da ist mal der Anwalt teurer als die 20.000 Euro Strafe, wenn ich dann mal drankomme. Das ändert sich jetzt massiv mit der Datenschutzgrundverordnung. Das hat die EU erkannt. Da gibt es eben dieses neue Gesetz, das kommt jetzt im nächsten Frühjahr. Und da ist dann erstmalig 20 Millionen als Strafe drinnen, was ein ganz andere Dimension ist, oder 4% des weltweiten Umsatzes, was für Facebook und Google die eigentlich relevante Zahl ist. Und 4% des weltweiten Umsatzes ist schon ein sehr großer Teil dessen Gewinn und das ist dann aktienrelevant und so weiter und so fort. Und ich glaube, das wird hoffentlich der große Turning Point im Bereich Datenschutz. So, Punkt. So, nein, das ist aber ganz, ganz spannend, denn erstmal müssen wir zwei faktische Fragen klären. Welche Art von Daten sind es von mir? Also warum soll irgendein Konzern sich für mein Bild interessieren? Welche Art von Daten sind es von mir, die für Konzernen verwertbar sind? Und zweitens, mit einem Satz oder drei vielleicht erklären, was ist Big Data? Warum sind aggregierte Daten für Konzerne noch interessanter als meine individuelle Nutzerprofile? Ich glaube, eben gerade diese Big Data-Debatte macht es ja wirklich spannend, weil ich aus Daten weitere Daten mache. Das ist so das sozusagen das immer vortragende System. Das heißt, ich habe ganz wenige Grunddaten und rechne damit Sachen hoch, zum Beispiel Kreditauskunft einmachen, das schon lange in einem viel kleineren Umfang. Aber bei Big Data kann ich wirklich aus minimal
digitalen Informationen sehr viel über die Person statistisch hochrechnen. Und das hat zum Beispiel ein großes Problem, dass es zwar entweder statistisch trifft oder aber auch nicht treffen mag. Also zum Beispiel in meinen Kreditauskunftsdaten steht drinnen, dass ich eine durchschnittliche Bonität habe. Das passiert aber rein aus dem Ding, mein Geburtsdatum und Alter und mein Wohnort, weil mehr haben die nicht und die rechnen halt an durchschnittlichen, jetzt in einer Woche 30-Jährigen, der im 6. Bezirk wohnt, wurscht, ob ich angestellt bin, Eigentum habe, Nicht-Eigentum habe, all die eigentlich relevanten Informationen für Kreditvergaben sind da nicht drin. Das Schöne ist aber für die Unternehmen, auch wenn es im Einzelfall vollkommen falsch ist und der dann keinen Handyvertrag mehr kriegt, ist in der großen Summe das richtig. Und das ist eigentlich nur relevant. Also ich habe dann halt 10%, die durch den Rost fallen, aber in der großen Summe kann ich damit recht schön sozusagen targeten und marketen und so weiter. Interessant wird das Ganze, wenn es über Werbung hinaus eben für relevante Sachen wie Kreditauskunft dahin verwendet wird, wie Preisdiskriminierung, für solche Themen, wo dann halt der Nutzer A das Dreifache zahlt als der Nutzer B, weil ich mal ausgerechnet habe, aus dem kann ich schon irgendwie rausquetschen, weil der ist in einer Zwangslage, wo er auf dem Ryanair-Flug gerade unbedingt sein muss und dementsprechend kostet das Ticket dann auch bei der Ryanair auf einmal 300 Euro, weil blöd. Weil die Konzerne aus diese Daten in der Lage sind, Muster zu erkennen, dass ich zu denjenigen gehöre, die zwischen Wien und Genf jeden Montag oder jeden zweiten Montag hin und her fliege und daher können sie mir sozusagen mit hoher Wahrscheinlichkeit wissen, dass ich beruflich dort zu tun habe und dann meinen Ticketpreis. Das war einer der wenigen Sachen, wo es ganz leicht war, EU-Abgeordnete zu überzeugen mit dem Argument, zu sagen, na, man kann ja aus ihrem Pattern sehr leicht rausrechnen, sie müssen ja jeden Montag in der Früh von Wien nach Brüssel fliegen und dann kostet ihr Ticket auf einmal nicht 500 Euro, sondern 10.000 Euro, weil man ja weiß, das zahlen eh nicht sie, sondern der Steuerzahler und dementsprechend verdient sich dann die Airline dumm und dämlich. Und das ist ja nicht, macht ja keinen Sinn. Das war zum Beispiel ein sehr, man braucht immer plastische Beispiele, wo der jeweilige Mensch dazu sich irgendwie was vorstellen kann. Flugticket, Superfall. Und das war sogar geplant. Also die IATA, dieser internationale Fluglinienzusammenschluss, die haben einmal ein Projekt gehabt, das ist nie weit gegangen. Aber die haben das Projekt gehabt, dass man bevor man den Flugpreis bekommt, vorher Name, Anschrift, was weiß ich, Vielfliegernummer angeben muss, weil dann kann ich mal eben hochrechnen, wer ist das, wo ist der bisher geflogen, kenne ich den schon, ist der Frequent Traveler und so weiter und dann kostet halt das Ticket auf einmal mehr. Meine, in Wirklichkeit machen das die Airlines heute auch schon, weil wenn sie über einen Samstag drüber fliegen, ist der Flugpreis viel billiger, weil das sind normalerweise die ganzen Wochenendtouristen, die halt nicht so viel zahlen. Wenn sie nach Brüssel, ich fliege das öfters in der Früh hin und wieder zurückfliegen, zahlen 600 Euro für einen Brüsselflug, da kann ich sonst nach Rio fliegen drum. Ne? Also das wird halt einfach nach Flugzeiten bisher probiert hochzurechnen, aber man kann das zukünftig vielleicht auch dann personenbezogen machen. Ein weiterer Punkt, worauf Sie in Ihrem Buch aufmerksam machen, ist das Zusammenspiel, und zwar sehr gefährliches Zusammenspiel zwischen Staat und Unternehmen. Also wir wissen natürlich spätestens seit Snowden, dass natürlich die NSA Zugriff auf Daten von vielen US-Unternehmen gehabt hat, beziehungsweise sie haben sie freiwillig ihnen zur Verfügung gestellt. Aber auch alle möglichen Überwachungsdaten, alle möglichen andere Daten, die vom Privatunternehmen gesammelt werden, können ganz schnell zum Staat wandern. Haben Sie aus Europa Beispiele, die diese Art von Zusammenspiel? Ganz klassisch, die Vorratsdatenspeicherung war nichts anderes. Die Vorratsdatenspeicherung sagt, die Privatunternehmen sammeln die Daten über jeden Bürger, wann er wann wo wen angerufen hat, in welcher Cellphone-Location eingeloggt war und so weiter. Und der Staat greift dann nach Belieben drauf, also nach Belieben in Österreich zum Glück nicht in dem Fall, aber in anderen Ländern war es wirklich schon fast nach Belieben drauf zu und kann die Sachen dann abrufen. Und das ist natürlich praktisch, weil der Staat hat gar nicht die Möglichkeit oder die finanziellen Möglichkeiten, das alles zu sammeln. Aber nachdem es Privatunternehmen inzwischen tun, mitunter aus anderen Gründen, sage ich halt einfach dann als Staat wie die USA, wir sind dominant, praktisch alles, was im Internet passiert, geht irgendwann einmal über einen US-Server drüber und da klinken wir uns im Hintergrund ein und lassen sozusagen die Konzerne mal sammeln und saugen es uns hinten ab. Das ist jetzt ein Trend, der sich sicher manifestieren wird. Also es ist, wir haben das bei Fluggastdaten, bei was weiß ich, die großen Datensätze sind de facto eher in privater Hand. Und der Staat holt sich es halt hinterher ab. Das ist
ja, ich finde es nicht besonders spannend, das ist irgendwie recht logisch, dass der Staat das macht, aber ich glaube, diese Differenzierung, die wir bisher gehabt haben, so wir fürchten uns vor dem bösen Staat und die privaten Unternehmen sind eh nicht so schlimm, die löst sich immer mehr auf, auch wenn ich im Prinzip teilweise, ehrlich gesagt, weniger Bauchweh habe, wenn der Staat sammelt, oft, weil da ist zumindest irgendwie eine demokratische Kontrolle und ein Gericht, wo ich hingehen kann. Also ich habe emotional oft da weniger Bauchweh, witzigerweise, als bei Privatunternehmen, die halt dann ihren Firmensitz auf irgendeiner Karibikinsel haben und dann laufst du erst einmal. Ne? Also selbst wenn da jetzt bei uns auch viele Sachen vorgeschlagen werden, die problematisch sind, juckt es mich teilweise witzigerweise weniger. Ich weiß nicht, ob das rational ist, aber das ist emotional ich so. Ich glaube, das sind auch wieder europäisch-US-amerikanische kulturelle Unterschiede, die sich da bemerkbar machen. Fall, ja. Wir sind hier in Europa viel allergisch sozusagen gegenüber dieser Machtkonzentration und auch potenzieller Missbrauch von Daten, die Unternehmen über uns sammeln, wogegen in den USA diese Art von Vorbehalt viel stärker gegen den Staat. Und ich glaube, viele von der Logik löst sich auf, weil gerade in dem Bereich haben wir immer mehr Monopolbildung. Genau. Das heißt, früher war jetzt, weiß nicht, der Staat kann beschließen, dass irgendjemand nicht mehr zurechnungsfähig ist und keine Verträge mehr unterschreiben kann. Gut, das ist vielleicht einer der heftigsten Dinge, die der Staat im Zivilrecht irgendjemanden antun kann. Wenn aber jetzt eine Kreditauskunftei beschließt, ich bin nicht mehr kreditfähig, kann ich mir nicht einmal mehr für 10 Euro einen Handyvertrag unterschreiben und effektiv wäre ich vom Wirtschaftsleben ausgeschlossen. Das ist aber Privatentscheidung von einem privaten Unternehmen ohne irgendeiner richterlichen Kontrolle oder irgendwelchen großen Möglichkeiten. Also ich kann ja dann klagen und schauen, ob ich irgendwann einmal Recht bekomme. Ähnlich haben wir es im Internet, wo einfach, weiß nicht, Google de facto die einzige große Suchmaschine ist, wo ich die Sachen finde, weil selbst wenn ich eine andere nutze, es gibt ein paar Alternativen, die gut gehen, aber bei den meisten, die meisten Webseiten richten gar nicht nach diesen Alternativen aus, also da findest du dann am Ende fast nichts und so weiter. Oder wenn du anfängst mit eben super Beispiel soziale Netzwerke, das ist einfach alles geschlossene Technologie, nicht wie Internet eigentlich intendiert ist, eine offene Technologie zu sein, wo jeder Anschluss zu jedem Server und jeder E-Mail-Provider zu jedem anderen E-Mail-Provider schreiben konnte, also so die Idee des Internets, wird ja jetzt immer mehr zu geschlossenen Gated Communities, wo ich nur noch bei WhatsApp nur noch innerhalb von WhatsApp schreiben kann, wenn ich bei Facebook nur noch innerhalb von dem sozialen Netzwerk schreiben kann und so weiter. Und damit bilden sich halt immer mehr Monopole, die in Wirklichkeit oft größer sind als ein Staat. Also gibt es immer dieses wunderbare Beispiel, Facebook hätte irgendwie die meisten Einwohner der Welt, wenn es ein Land wäre, ne? Also mehr als China oder so. Und von dem her verschiebt sich das, glaube ich, auch viel, wo so diese klassischen Staat-Privat- Trennungen nicht mehr so ganz akkurat sind. Noch ein Thema möchte ich mal hinzufügen und das ist das Filterbubble sozusagen. Das Risiko, dass Art und Weise, wie diese Daten aggregiert werden und dann für maßgeschneiderte Werbung benutzt werden, das können wir uns alle plastisch irgendwie vorstellen. Aber was sind die Demokratie, was sind die Konsequenzen für die Demokratie von dieser Art von Gated Communities bilden, wo nur Leute in relativ homogenen Gruppen so zusammengefasst werden, dass sie nie eine gegenteilige Meinung zu den Themen hören, die für die Wahl wichtig sind, beziehungsweise sehr gezielt ihnen Informationen zukommen lassen wird. Also wir haben diesen Fall von Cambridge Analytics, die in der US-amerikanischen Wahl eine große Rolle gespielt hat. Können Sie dazu was sagen? Ich glaube, da sieht man dann, also ich sehe kurz, dass ich das vielleicht noch irgendwo einfüge, weil es war vorher in einer Frage drin, aber ich habe da nicht wirklich was dazu gesagt. Ich glaube, wenn man ein bisschen rauszoomt, was mich eigentlich interessiert bei der Sache, ist zu fragen, wie ist die Informationsbalance in einer Informationsgesellschaft? Ich glaube, das ist die ganz abstrakte Kernfrage, die wir uns stellen müssen. Wenn wir jetzt, so wie man in der Industrialisierung irgendwann mal gesagt hat, okay, es gibt dann irgendwann einmal ein Kapital und wir müssen uns überlegen, wie das Kapital so umverteilt wird, dass dann nicht jeder irgendwann mal unter die Räder kommt und da können wir uns bis heute vortrefflich drüber streiten, wie weit das gehen soll oder ob es sein soll oder nicht und so weiter. So ähnlich werden wir das in der Informationsgesellschaft wahrscheinlich auch diskutieren.
investieren müssen. Und da ist Datenschutz ein Teil davon. Das ist so ein bisschen das, der Ärmere wird geschützt vom großen Informationsmonopol. Es gibt aber dann auch noch Gegenrechte, zum Beispiel eben ein Recht auf Informationsfreiheit, zu sagen, der Staat muss mir aber mal erklären, was er da eigentlich für Statistiken hat und so weiter und so fort. Sodass ich nenne es insgesamt dann informationelle Umverteilung. Das kann man wunderbar diskutieren, wie weit die gehen soll und so weiter und so fort. Da gibt es keine Antwort dazu. Aber ich glaube, das ist ein bisschen das abstraktere Bild drüber. Und wenn wir jetzt dann reingehen und sagen, wenn es die nicht gibt, wenn wir eine extreme Informationsimbalance haben, dann haben wir Probleme in täglichen Transaktionen. Hausnummer, ich habe dann nicht mehr einen gemeinsamen Markt, wie sich das irgendwie der klassische marktliberale Vorstellung ist, wo alle irgendwie 100 Anbieter, 100 Nachfrage gibt und es gibt einen Preis, der sich bildet, sowas in die Richtung. Wenn ich nur noch Einzeltransaktionen habe, wo immer eine Seite die Information hat und die andere nicht, lösen sich viele von diesen Möglichkeiten wahnsinnig auf. Ne? Und ähnlich ist es auch in der Politik, wenn ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel als Partei einen Sektor zu sagen, ich bin total, den Jungen zu sagen, ich bin total für die Pensionsreform, die muss unbedingt sozusagen, müsst ihr weniger zahlen, weil das geht sich alles nicht aus. Und ich erzähle aber jedem, der 40 plus ist in dem Segment, na, die Pensionen bleiben ganz fix so wie sind, macht euch überhaupt keine Sorgen. Dann kann ich als die gleiche Partei sozusagen zwei Meinungen spreaden und damit vollkommen unsere demokratische Diskussion. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Und ich glaube, bei ganz viel von dem, und ich glaube auch ein bisschen der Grund, warum ich jetzt ins Abstrakte gegangen bin, wissen wir noch gar nicht, wie weit das geht. Also wir sehen jetzt in den ersten Wahlen, wie sich das auseinandersetzt mit der ganzen Trump-Geschichte. Meine Gasteltern in den USA sind noch immer überzeugt, dass da in Wirklichkeit der Hillary das Böseste war, was die Welt jemals gesehen hätte können und der Trump eh nicht so schlimm ist und so weiter, weil die halt das so haben. Abschließend dazu, ich glaube, dass wir das ähnlich schon vorher gehabt haben. Wir kennen es in Europa noch nicht so stark. In den USA war es vorher schon so, die haben Fox News geschaut und haben von morgen bis Abend nur die Fox News Meinung bekommen. Und die anderen schauen halt MSNBC, wo nur steht, die liberale Hokuspokus ist das Einzige, was uns löst. Natürlich, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, aber es gibt in den USA nicht sowas wie ein ORF oder irgendwas, wo man sagt, okay, ich weiß nicht, Standard oder Presse sind halt mehr oder weniger in der Mitte, natürlich mit einem jeweiligen Drall, aber man hat zumindest eine sozusagen größere Mitte. Und das war dort schon ganz lang so. Und du hast diese Bubbles vorher schon gehabt. Wir haben es bloß in Europa, glaube ich, nie so extrem gehabt. Natürlich, wenn ich die Kronenzeitung lese, habe ich ein anderes Weltbild, als wenn ich jetzt den Falter sozusagen Wort für Wort jede Woche mit durchziehe. Aber es ist nicht so heftig bei uns gewesen. Ich glaube aber, dass die Phänomene vorher auch schon da waren. Es ist nur jetzt noch getargeter. Du kannst noch mehr Subgruppen bilden. Du kannst es noch viel technischer und besser machen. Und das wird wirklich spannend, wie sich das entwickelt. Aber da kann man nur dastehen und sagen, sehr spannend, was die Entwicklung, wo das hingeht. Ich habe mehr Angst, als dass ich eine Antwort habe. Leider. Jetzt möchte ich doch zu den Prozessen kommen, die Sie angestoßen haben. Die sind rechtskomplizierte Materie, technisch. Die sind auch durch sehr, sehr viele Instanzen gegangen. Wir haben leider nicht die Zeit, deren Verlauf, Genese, Verlauf und auch in die Einzelheiten hier reinzugehen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, erstmal zu verstehen, warum haben Sie geklagt gegen Facebook? Also dieser Prozess, den Sie in Irland angestoßen haben, der eine ist sozusagen gar nicht dann weitergegangen. In dem zweiten haben Sie Recht bekommen, aber Recht bekommen, dass Sie klagen dürfen, sozusagen, weil auch das Recht zu klagen selbst war so schwer durchzusetzen. Und daran sieht man die Macht, die die Konzerne haben in diesem ganzen Bereich, ihre Geschäftspraktiken und so weiter vollkommen intransparent zu gestalten und vor unseren Augen zu schützen, wogegen wir als gläserne Bürger, Bürgerinnen sowohl unsere Privatsphäre preisgeben sollen, sowohl den Staat wie auch den Konzernen gegenüber. Also hier ist auch eine Asymmetrie, die nur im Prozessverlauf sich deutlich macht. Und weil die Schadenssumme, glaube ich, so hoch waren, sind sie dann nicht mehr Einzelkläger bei der
zweiten Prozess, sondern 25.000 andere Kläger, Klägerinnen haben sich Ihnen angeschlossen in eine Sammelklage. Können Sie ein bisschen einfach von diesen Erfahrungen erzählen und die Schwierigkeiten überhaupt rechtlich hier Konzernen zur Rechenschaft zu ziehen? Ich glaube, also da würde ich sogar ein bisschen die Konzerne in Schutz nehmen zum gewissen Grad. Wir haben in Europa das Grundproblem, dass wir Datenschutz so ab den 80er Jahren als Soft Law eher gesehen haben. Also die jeweiligen Aufsichtsbehörden sagen, naja, wir helfen Ihnen, dass Sie mal verstehen, dass Sie da einen Computer haben und dass man da sich vielleicht ein bisschen kümmern sollte drum. Ich überspitze das jetzt, aber so war es teilweise. Und wenn du dann als Jurist reinkommst, der eigentlich sozusagen einfach klassisch sich denkt, wer falsch parkt, kriegt ein Strafmandat, Punkt, ja, wie es halt sonst in allen Rechtsbereichen normalerweise sein sollte, dann ist man in diesem Datenschutzbereich in so einer Bubble, die eben nicht wirklich durchgesetzt worden ist. Und ich glaube, das ist das Kernproblem, dass wir auch die Juristen, die die Unternehmen beraten, regelmäßig nicht davon ausgehen, sich da hundertprozentig dran halten zu müssen. Und 100% ist eh, also wir diskutieren meistens über 10% dran halten. So. Das ist, glaube ich, ein Kernproblem in der Europäischen Union. Es reicht nicht aus, dass du deine Grundrechte proklamierst, du musst sie am Ende auch durchsetzen. Und da krankt es eigentlich hauptsächlich. Und ich habe in Kalifornien dann ja Jus auch studiert. Wir sind dort vollkommen bei den Prüfungen trainiert worden, nicht zu sagen, was ist richtig, was ist falsch, wie es in Österreich ist, sondern zu sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass man da verklagt wird? Zahlt sich das aus, sich da dran zu halten? Das ist eine ganz brutale Berechnung in einem Businessplan, zu sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich verklagt werde, wie viel kostet es mich und so weiter. Ich würde es behaupten nicht, dass das bei uns in der Praxis nicht auch manchmal vorkommen würde, aber es ist dort noch viel mehr, und es ist auch noch viel direkter und viel aggressiver in die Richtung. Ja. Und da hat Europa einfach zugeschaut und ein bisschen gesagt, na, das ist ja gemein, dass sich die ja nichts halten. Ne? Aber ich habe immer den Standardvergleich gemacht, das ist wie wenn wir in ganz Wien einen Park-Sheriff haben und die Maximalstrafe ist 1 Euro, na, dann parken die Wiener auch in der 5. Spur. Ja? Das wäre ähnlich, ja? Und so ähnlich haben wir es halt im Datenschutz bisher gemacht. Das könnte diese DSGVO lösen. Das große Problem ist wirklich, dass wir bei der Durchsetzung selbst Streuschäden haben hauptsächlich. Das heißt, eine Datenschutzverletzung wird auf Millionen Leute angewendet und jeder persönlich ärgert sich zwar drüber, aber ärgert sich nicht genug und es kostet nicht genug, dass ich dann einen Konzern verklage drüber. Weil solche Verfahren unglaublich kompliziert ist. Ich brauche normalerweise Experten für IT. Ich brauche Juristen, die sich in dem Bereich auskennen. Sie finden fast keine Juristen in dem Bereich, die sich auskennen, die überhaupt eine Pro-Datenschutz-Klage führen würden, weil die machen ja Geld alle auf der anderen Seite. Die sagen dann zwar oft, das ist super, was du machst, ich finde das persönlich geil, aber wir haben nie geredet, weil sonst verliere ich alle meine Klienten. Ne? Also es ist sehr, sehr, sehr schwierig als Nutzer das durchzusetzen. Und ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum meine Geschichte eine Geschichte gewesen ist. Weil wenn ich jetzt als Verbraucher mich wegen irgendwas anderem aufgeregt hätte, weil halt irgendein Unternehmen sich an irgendwas nicht hält, hätte es niemanden gejuckt. Der einzige Grund, warum meine Geschichte eine Geschichte worden ist, ist, weil das bisher keiner sich antan hat. Und du bist dann so der eine Fall, den alle Journalisten ausgraben, wenn sie mal zu Datenschutz was machen wollen. Also ich habe immer gesagt, das hat nichts mit meiner, weiß nicht, mit meinem Fall zu tun oder sonst was, aber es war einfach die perfekte Geschichte. A, macht nie jemand was. Und du hast so Student gegen großen Konzern, David gegen Goliath und so weiter. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum das überhaupt eine Geschichte ist. Weil es gibt hunderte Leute, die wegen irgendwas klagen, was vielleicht halt eine Fußnote irgendwo ist. Ne? Und ja, jetzt habe ich irgendwie viel erzählt, aber ich weiß ganz nicht mehr, auf welchen Punkt ich eigentlich wollte. Nein, das ist schon ein Teil der Geschichte, aber der andere Teil ist, warum haben Sie geklagt? Also was wollten Sie durchsetzen und wie ist Ihnen dann ergangen bei diesen Klagen? Das war eben spannend, das war nie geplant. Also ich habe am Anfang in Kalifornien ein halbes Jahr studiert, da war jemand von Facebook, der hat gesagt, naja, musste hier nichts halten und ich habe mich das dann angeschaut, habe dann halt rausgefunden, dass da tonnenweise gelöschten Daten da waren und habe einfach einen Haufen Dreck gefunden bei denen. Dann habe ich gedacht, gut, schmeißt ein paar Beschwerden bei der irischen Datenschutzbehörde, sie sind zuständig hin, damit die mal sozusagen das haben und die werden sich dann schon irgendwie damit beschäftigen, weil normalerweise, wenn eine Behörde was relativ gut Recherchiertes bekommt, hast du eh schon praktisch die Hälfte von deren ihre Arbeit gemacht, da sollten sie sich eher freuen drüber. Die Iren haben sich eher nicht gefreut drüber und haben halt alles probiert, das irgendwie zu blockieren und dann steigert sich das halt Schritt für Schritt weiter, dass dann sagst, naja, du kriegst einen negativen Brief, dann schreibst du wieder zurück und so weiter und so fort. Und ich habe das nie gedacht, dass das irgendein Fall oder eine Geschichte wird. Also ganz plastisch gesagt, ich habe eine Webseite gemacht, wo ich das mal in der Nacht hochgeladen habe, über 2
Abende halt da irgendwo auf einem Billig-Server. Der hat, glaube ich, 2 Euro im Monat kostet bei einer Salzburger Hosting-Firma. Dann hat die Bild-Zeitung drauf verlinkt, daraufhin ist deren ganzes Serverzentrum zusammenbrochen, weil das einfach so viele Klicks bekommen hat, dass die Server rauchen gegangen sind, weil das überhaupt nicht ausgelegt war für irgendwie solche Geschichten. Wenn halt einmal die Bild-Zeitung auf sowas verlinkt, dann hast du de facto eine Denial-of-Service-Attacke. Ne? Das war nie so geplant, aber du kommst dann halt Schritt für Schritt rein, du kriegst eine blöde Meldung zurück und als Jurist bist du halt doch so weit dafür ausgebildet, dann sozusagen wieder blöde Meldungen zurückzuschreiben. Und so schaukelt sich das dann hoch und so ist das eigentlich passiert. Also es war nie, dass ich mir dachte, so jetzt mache ich da eine Facebook-Klage und schauen wir mal, was passiert, sondern dass der Dach poke, poke, schick mir mal ein paar Beschwerden und schauen wir, was passiert. Und dass da irgendwie das losbricht, war weder geplant noch irgendwie eine große Idee. Und ich glaube, das war aber auf der anderen Seite vielleicht auch der Grund, warum die Geschichte dann relativ authentisch war und nicht halt irgendwie sozusagen ein Setup, wo du weißt, okay, das ist irgendwie eine Kampagne, bla bla bla, sondern es war halt, wenn Journalisten, zum Beispiel Facebook hat halt probiert, mich dann zu diskreditieren, zu sagen, das ist in Wirklichkeit alles eine Riesenorganisation und bla bla bla, das ist ein Strohmann von irgendjemand anderen, der das in Wirklichkeit macht, aber wenn die Journalisten anrufen und du bist halt bei der Billerkasse und es piepst im Hintergrund und sagst, Entschuldigung, ich rufe sie in 2 Minuten zurück und das ist wirklich jetzt ganz, wirklich täglich, es ist jetzt nicht überspitzt, es ist ein täglicher Alltag, ich habe halt, es gibt eine Telefonnummer, die Hände da leitet auf mein privates Handy weiter und das passiert am Reporter von einer New York Times halt selten, wenn er eine Pressenummer anruft, dass er da halt irgendwo rauskommt. Ne? Und das hat aber rückblickend dann die Authentizität total erhöht. Also damit ist dieses ganze Anschütten, was die probiert haben dann am Ende, vollkommen daneben gegangen, weil die wissen, die rufen mich teilweise 10-mal an, bis ich irgendwann einmal zurückrufe, weil meine Inbox geht halt über mit so Zeugs teilweise. Dann ist es relativ absurd zu unterstellen, ja, das ist in Wirklichkeit alles von einer Presseabteilung inszeniertes Klimbim und das war eigentlich rückblickend gesehen auch spannend, also, und macht dich unangreifbar vergleichsweise zu anderen, die da irgendwie halt das größer aufsetzen. Aber wie sehen Sie den weiteren Verlauf? Wie gehen diese Prozesse weiter? Ich probiere nicht dran zu denken. Das ist das Problem bei diesen Prozessen, die haben halt ganz tiefe Taschen und die Anwälte denken sich, na, da verdienen wir uns dumm und dämlich, indem wir noch irgendein Papier vorbringen und das nochmal delayen und noch einen Einspruch machen. Jeder normale Klient würde sagen, seid deppert, ihr macht irgendeinen Blödsinn, der eh nichts bringt. Das kann ich mir nicht leisten, aber die haben halt, die rechnen anders. Das ist Kindergeburtstag im Vergleich. Und ich habe natürlich das Problem, ich habe null Geld dafür. Also ich mache das alles in meiner Privatzeit und fertig. Wir haben für die Safe Harbor Klage, das war crowdgefundet, das hat extrem gut funktioniert, da haben wir mehr Geld bekommen, als jemals geplant war. Aber das ist noch immer Kinder, also mit kannst du deine Flüge zahlen und dein Hotel. Das heißt noch lange nicht, dass jemals ein Anwalt einen Kipferl davon gegessen hat. Das ist alles sehr, sehr schwierig und die haben natürlich die Möglichkeit, Sachen endlos zu ziehen. Und wenn ich jetzt wirklich all diese Sachen wahrscheinlich bis zum letzten Punkt und Komma durchklagen wollen würde, dann bräuchte ich noch 2, 3 Leben. So in der Größenordnung, ja. Und da kannst du dann wirklich nur schauen, dass du Schritt für Schritt was machst. Wir sind jetzt dabei zu überlegen, dass wir wirklich so eine Art permanente Durchsetzungs-NGO machen, dass man einfach sowas wie eine Stiftung Warentest macht. Entschuldigung, das ist ganz böse, aber ich habe es nicht auf ganz ausgeschaltet, das hat vibriert. Und, so eine Art Datenschutzdurchsetzungs-NGO zu machen, also so eine Art VKI oder was weiß ich, die einfach kollektiv für alle das übernehmen, wo Experten sitzen, die sich das anschauen, die eine Durchsetzungsstrategie machen, die ja Geld haben, um sich darum zu kümmern. Weil ich glaube, das ist ähnlich wie, es hat eine Klage gegeben, ich weiß nicht mehr, ob es eine VKI war oder die Arbeiterkammer, ich glaube, irgendein Handyunternehmen in Österreich hat halt 50 Cent für die Papierrechnung verrechnet und in irgendeinem Gesetz steht drinnen, dass man das nicht darf. Kennen wir da nicht aus. Kein Mensch klagt wegen 50 Cent im Monat, das tut schlichtweg niemand. Ja. Für 2, 3 Millionen Kunden zahlt sich es aber insgesamt durchaus aus, diese 50 Cent herum zurückzuklagen, weil das sind im Monat dann auch 1 Million oder eine halbe oder was weiß ich, ne, wie viel es dann auch immer sind. Und das sind Sachen, die können wir nur kollektiv durchsetzen. Und ich glaube, dass das die Schlüssel zu einem ernsthaften Datenschutzdurchsetzung im privaten Bereich ist eine kollektive Durchsetzung. Und da gibt es jetzt gerade in dieser Datenschutzgrundverordnung die Möglichkeiten, wir haben das eben mit der Sammelklage schon probiert,
probiert. Ja. Und in der DSGVO gibt es auch noch Möglichkeiten, die das erleichtern. Das ist zwar in Österreich nicht umgesetzt, weil die Wirtschaftskammer / die ÖVP sich dann dagegen gestemmt haben im letzten Moment, weil man die Panik gehabt hat, dass irgendwelche österreichischen Unternehmen davon betroffen sein könnten. In Wirklichkeit würden wir wahrscheinlich nur aus Österreich rausklagen, weil welche großen datenschutzzerstörenden Unternehmen gibt es in Österreich schon. Aber das war so ein prinzipiell gegen Sammelklagenaktion. Aber man kann das durch ein paar Loopholes und rechtliche Umwege durchaus auch noch machen, dass man eben so eine Art Sammelklagen jetzt nach der DSGVO noch besser macht. Wir haben es eben bei der Sammelklage, bei der bestehenden, nach dem bisherigen Recht gemacht. Und das ist auch recht spannend, das liegt halt jetzt beim EuGH, ob das möglich ist oder nicht. Da haben wir von Anfang an gewusst, dass das strittig sein wird. Und ich glaube, dass das insgesamt für mich und auch das ist, was ich da gerne sozusagen mitgeben würde für so eine NGO, ist so ein bisschen diesen Ansatz, irgendjemand hat es mal Legal Hacking genannt, also sozusagen zu schauen, wo gibt es im Recht Puzzlestück 1, was wir schon verwendet haben, Sammelklage, wo gibt es was anderes, Datenschutz dort, wie können wir das so zusammennähen, so eine Art Frankensteins Monster, ein Haxen von dort, ein Fuß von dort und ein Körper da und das irgendwie so zusammennähen, dass das besser funktioniert als das bisherige. Und wenn ich mir eines irgendwie traue und sagen, dann ist, dass ich dafür ein Händchen habe, solche Dinge irgendwie zu sehen und auch eine tierische Freude, das zusammenzubauen und was zwar sehr komplizierte Fälle macht, aber was interessante Fälle macht und ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten jetzt mit dem neuen Gesetz wirklich mal das, was wir am Papier haben, in die Realität umzusetzen. Ich glaube, um das kommt es am Ende auch drauf an, weil es bringt halt nichts, irgendwo reinzuschreiben, was für tolle Grundrechte man hat, wenn es in der Realität halt nicht ankommt. Ne? Also, wir haben noch Viertelstunde und ich möchte gerne zu der letzten Fragerunde ins Publikum geben und bitte um Wortmeldungen. Spannend, wie immer Ihnen zuzuhören, aber ich habe eine, denke ich, recht simple Frage. Ich habe immer das Gefühl persönlich, durch die riesige Datenmenge, die es überhaupt gibt und über jeden Einzelnen von uns und wo Sie gesagt haben, durch die Zusammenschau in der zweiten Ebene sind das ja eigentlich auch sehr viel falsche Daten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich fühle mich eigentlich dadurch geschützt. Ist das jetzt sehr pervers, dass ich mich dadurch geschützt fühle? Ja, ich glaube, dass das Problem ist. Man kann auf der einen Seite sich dadurch geschützt fühlen, weil halt sozusagen falsche Informationen sind, aber gerade die falsche Information kann in der Praxis auch nachteilig sein. Also ich habe das selber in der Familie gehabt, eine Fehlinformation bei einer Kreditauskunft da und man hat, kriegt keinen Handyvertrag mehr. Dann rennt man 2 Monate lang, das verbessern zu müssen. Das heißt, das Risiko des Unternehmens, dass ich meine 18 Euro im Monat nicht zahle, wird auf einmal zu meinem Risiko, da von Pontius zu Pilatus zu laufen, um irgendwie eine Datenbank auszubessern und überhaupt noch einen Handyvertrag zu bekommen. Also ich glaube, das ist relativ in der Praxis nicht wirklich workable. Also wir bräuchten eigentlich eher gute Daten oft. Und es kommt auf den Einzelfall drauf an. Die falschen Daten können gut sein, wenn auf einmal drinnen steht, weiß nicht, Sie sind Milliardärin, dann ist das in einem Bonitätsfall super. Als Fehlinformation, wenn drinnen steht, weil Namensgleichheit mit irgendjemand anderen ist schon das 5. Mal in Konkurs gegangen, dann ist das eher wieder blöde, falsche Daten. Ich glaube, dass das sozusagen zu einfach noch ist. Also in der Praxis wird das komplizierter werden. Ich habe in dem Zusammenhang das Buch von Mark Ellsberg gelesen, Zero, wenn man das richtig ausspricht. Der suggeriert ja, dass ein Facebook-Account zu haben der bessere Weg ist, weil da kann man die Daten noch steuern, während man dann diese Hintergrunddaten im Grunde nicht mehr steuern kann. Ja, also das ist auch eine Sache, wo ich mich ehrlich gesagt zu wenig auskenne, teilweise was da im Hintergrund alles noch abgeht. Also dass selbst Leute, die sich mit dem viel beschäftigen, mit dem Datenschutz, haben teilweise keine Ahnung, was da an irgendwelchen Datenbanken im Hintergrund abgeht. Und das wird extrem spannend. Das kann man teilweise recherchieren, da braucht man wieder sehr viele Ressourcen, sehr viel Geld, sehr viele Möglichkeiten da reinzugehen. Aber ich glaube, dass es möglich ist. Wir haben uns das auch angeschaut, eben im Rahmen von so einer Durchsetzungs-NGO, wie man das machen kann. Da gibt es Sachen, dass man in Whistleblowing reingeht, dass man reingeht und einfach selber Companies macht und sagt, wir kaufen Daten auf dem Markt und schauen mal, was uns angeboten wird, so sozusagen Testkauf. Ne? Ich glaube, da kann man durchaus Möglichkeiten machen, aber das ist das Spannende, weil das ist das, was die Leute nicht sehen. Und das ist das allergrößte Problem im Datenschutz. Es ist eine absolut abstrakte Problematik. Solange nichts passiert, hat keiner ein Problem. Und viele, selbst von den Resultaten, sehen wir nicht unmittelbar. Dass jetzt auf einmal irgendwie das Hotel auf irgendeiner Webseite 3-mal so teuer angeboten wird als sonst, weiß ich gar nicht, weil ich ja gar keinen Vergleich habe, wie sehr mein Hirn manipuliert wird, dadurch, dass ich halt irgendwelche Postings nur noch von einer Seite sehe.
kann selbst ich, also selbst ich frage mich oft, wie sehr ist mein Gedankengang dadurch gesteuert, weil ich halt gewissen Leuten auf Twitter folge und nicht anderen. Also ich kann es nicht mal für mich selber sagen, ob ich, also, und von dem her ist es ganz schwierig beim Datenschutz, weil es eine extrem abstrakte Problematik ist. Es gibt keine Bilder, es gibt keine, das ist auch mit der Grund, warum, glaube ich, meine Geschichte eine Geschichte gewesen ist, ist, weil wir 1200 Seiten Facebook-Daten gehabt haben. Die hast in die Kamera halten können und hat eine Fresse dazu gegeben. Und das sind meine Daten und das war dann irgendwie bildlich darstellbar. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, was wir in vielen diesen Debatten haben. Das ist ähnlich wie der Klimawandel, was weiß ich. Wir können das abstrakt verstehen, aber irgendwie ist es doch schwer vorstellbar, dass ich vielleicht in 2-3 Jahren, nicht mehr, also in 20 Jahren nicht mehr snowboarden gehen kann. Das ist irgendwie auch in meiner Vorstellung nicht so direkt da. Und ich glaube, dass das ein bisschen die Schwierigkeit hat. Ich habe das immer ein bisschen verglichen, auch mit Atomdebatte zum Beispiel. Also ich habe Snowden dann irgendwie mal das Tschernobyl des Datenschutzes genannt, wo es sozusagen so heftig war, dass einmal jeder mitbekommen hat. Das könnte vielleicht doch was dran sein, aber ich mal vorzustellen, dass ein Brennstab irgendwelche, weiß nicht, hunderttausenden Jahre braucht, bis der irgendwann einmal nicht mehr gefährlich ist, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ich glaube, das ist das wahnsinnig Schwierige bei der Debatte, weil es einfach zu hoch ist. Also. Was ich bei Diskussionen über Datenschutz mit Freunden aus dem angelsächsischen Raum immer wieder interessant finde, ist, dass sie sagen, sie sehen das Risiko in Europa, das zu überregulieren und dadurch sehr viele Möglichkeiten, wirklich sehr viel Wertschöpfung, sozialen Wert dadurch einfach abzudrehen. Ja, weil wenn man sich jetzt Facebook anschaut, kann man immer verteufeln, aber es gibt einen Grund, dass es 2 Millionen Accounts gibt. Es gibt einen gewissen Mehrwert, den es bietet. Für jeden von uns, die meisten werden wahrscheinlich einen Account haben. Sehen Sie da nicht ein Risiko, dass wir da vielleicht zu früh reinfahren und dass man nur mehr Möglichkeiten geben muss, schauen, wie sich das ganze Ding entwickelt. Das Gegenbeispiel ist immer, was ist, wenn man jetzt Internet 5 Jahre nach der Erfindung von Tim Berners-Lee überreguliert hätte, dann hätten wir sehr viele Möglichkeiten nicht. Ich glaube ja, also ich glaube, ich würde die Debatte anders führen. Das ist ja klassisch sozusagen die Debatte, wie sie geführt wird und ich glaube, die Frage ist ein bisschen falsch. Ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssen, wie reguliert man es gut? Und ich glaube, das ist eher die Fragestellung als Ja oder Nein, sondern wie machen wir ordentliche Gesetzgebung, die einerseits sinnvolle Datennutzung erlaubt, und gleichzeitig dort, wo es problematisch ist, auch sagt, na, so weit soll es eigentlich nicht gehen, da ziehen wir eine rote Linie rein. Und das ist wahnsinnig komplex, wahnsinnig schwierig und ist gerade in der, also bei der DSGVO, bei der Datenschutzgrundverordnung, war es wahnsinnig schwierig, weil da 28 Mitgliedstaaten drum streiten. Die ganzen Abgeordneten im EU-Parlament und so weiter, da kann nichts Sinnvolles rauskommen. Da bräuchtest du wirklich 3-4 Experten, die jetzt unabhängig von der politischen Meinung einfach gewisse logische Dinge sich durchüberlegen, wie kann ich das sinnvoll regulieren. Ich glaube, dass wir das in Europa im Bereich, was darf ich mit Daten tun und nicht tun, sehr gut gemacht haben. Im Großen und Ganzen gibt es Ausnahmen, die ich auch absurd finde. Aber das haben wir eigentlich recht gut geregelt, weil alles, was ich für eine Vertragserfüllung brauche als Unternehmen, darf ich verarbeiten. Es gibt ein legitimes Interesse, es gibt alles, wo ich gesetzliche Vorschriften habe, für die ich es verarbeiten darf, darf ich machen. Also in Wirklichkeit 99% der Unternehmen, die normale Sachen mit Daten tun, die ich mir als Kunde vorstellen würde, fallen zwar unter das Gesetz, aber fallen auch gleichzeitig durch das Gesetz, schnurrt gerade durch. Und so soll es eigentlich sein. Also, und das größere Problem in der Praxis sehe ich in einem anderen Bereich. Wir haben bei der DSGVO dann noch 20 extra Artikel, die stehen, was für Dokumentationspflichten brauche ich als Unternehmen, was für Zettelwirtschaft muss ich da anlegen, bla 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 bla. Und das war immer lustig, weil ich bei den Lobby-Diskussionen dort habe gesagt, bitte schmeißen wir das alles weg, weil wie ein Unternehmen sich dran hält, ist mir persönlich wurscht. Die müssen es halt nachher dokumentieren können und zeigen können. Aber ich schreibe ja auch in einem, weiß nicht, mein Standardbeispiel ist, in einem Mordparagrafen steht drinnen, bring keine Leute um. Da stehen nicht drinnen, führe Dokumentation, dass du sicherstellst, keine Leute umbringen zu wollen, ja, sondern wir haben sozusagen eine zielorientierte Regulierung und wir gehen in dieser IT-Sache sehr oft in sowas rein und wir haben allgemein das Problem, dass wir nicht technologieneutral regulieren und sagen, können wir eigentlich, ich verwende teilweise wunderbar gerne Sachen aus dem ABGB, 200 Jahre alt, die eigentlich Kernprobleme treffen. Und ob das jetzt eine Fahrradleihe von dem Mietradl ist oder eine Leihe nach dem römischen Recht von vor 2000 Jahren, hast du in Wirklichkeit die gleichen Probleme, die du eigentlich rechtlich lösen kannst. Und ich glaube, dass wir das mehr brauchen, wieder zu sagen, wo sind technologieneutrale Regelungen, die Sinn machen und nicht für jede neue Technologie wieder ein Sondergesetz zu machen und dann das
25. untergesetzt zu haben. Wobei natürlich, ich weiß nicht, bei der Frage selbstfahrendes Auto wird sich die Haftungsfrage irgendwo in einem Paragraphen wiederfinden müssen. Aber auch da kann man sagen, wie haben wir das bisher gemacht, wie ist es logisch und so weiter. Und da bin ich ein großer Freund von nicht Casey jeden Fall einzeln zu lösen, sondern eher abstrakt. Und es ist gerade in Österreich eigentlich die Tradition, das so zu machen. Wenn man es vergleicht in anderen Rechtsgebieten, ist es mehr Einzelfallregulierung als bei uns eigentlich. Und ich glaube, gerade der österreichische Ansatz könnte sich in der Technologie recht gut bewähren. Es muss halt gut gemacht sein und das braucht ganz, ganz viel Hirnpower und Diskussion oft, damit man dann einen guten Cut findet. Das Problem ist, wenn das dann in Lobbyismus und Co. reingeht, wie es in der Praxis halt ist, dann ist das alles ganz schwierig noch durchzuführen, weil jede generelle Regelung irgendjemanden mal erwischt, der dann unglücklich ist und dann ist natürlich das Feuer groß und die Panik und so. Letzte Frage. Sie hatten vorhin von Big Data gesprochen, dass man aus wenig Daten sehr viel machen kann schon. Wir stehen aber vor der Thematik, dass wir in absehbarer Zeit undenkbare Mengen haben. Es gibt ja die Forscher, die mit Clickstreams arbeiten. Das heißt, jede Mikrosekunde, wo ich eine Aktion ausführe, wird die gelockt. Das heißt, alles mein Handeln, quasi wie ein kontinuierlicher Intelligenztest, was macht der User auf der Seite? Bei Trivago werden parallel Tests gefahren, wie agieren die Leute mit der Seite. Das heißt, jeder kriegt eine andere Seite und der User wird betestet. Das ist im Moment alles noch im Bereich Spielkram. Aber mit diesen Daten, wie im Bergbau, da haben wir Abraumhalden, die sind 100 Jahre alt. Und jetzt haben wir heute moderne Aufbereitungstechnik. Und mit der modernen Aufbereitungstechnik macht es wieder Sinn, diese alten Abraumhalden nochmal aufzubereiten und nach Rohstoffen auszubeuten. Wir bauen gerade Abraumhalden auf. Und mit den KI-Algorithmen in 30 Jahren haben wir da ein Thema. Und wenn wir jetzt nicht heute dieses Löschen so ganz knallhart in unsere Gesetze reinschreiben und auch durchziehen, und da hoffe ich auf Ihre Hilfe, kriegen wir bald ein Riesenproblem. Ich finde das Beispiel mit den Abraumhalden wunderbar, das habe ich noch nicht gekannt. Aber genau auf das läuft es raus, das ist praktisch die Sekundärnutzung von Daten, dass ich sage, ich habe es in Wirklichkeit gesammelt, ganz banal für einen Newsletter, ich mache jetzt ein ganz einfaches Beispiel, und verwende aber die Daten dann weiter für was anderes und so weiter. Und das ist die Zweckbindung, wie man es rechtlich nennt. Hört sich ganz schrecklich an, aber sozusagen für die Nichtjuristen im Raum, mein Banalbeispiel für die Zweckbindung ist immer, wenn Sie zum Arzt gehen und erzählen Ihnen über den roten Pickel auf Ihrem Hintern, dann erzählen Sie das zur Behandlung und nicht dafür, dass er am Stammtisch das weitererzählt. Ein anderer Zweck. Gossip ist nicht der Zweck dieser Information. Und so ist es im Datenschutz auch, dass ich eigentlich die Daten für einen gewissen Zweck verwende. Das heißt, wir würden schon ganz viel der Möglichkeiten beschränken, wenn wir die Zweckbindung mal ordentlich durchsetzen, weil dann die Daten für das sie eigentlich hergegeben worden sind, verwendet werden können, sinnvollerweise oft, und nicht für irgendwas Sekundäres, was wir überhaupt gar nicht geplant haben. Und dann kommt eben, es gibt ja sozusagen das Prinzip im europäischen Recht, der Datensparsamkeit, also alles, wo der Zweck erfüllt ist, muss sofort gelöscht werden, eigentlich. In der Praxis wird es natürlich nicht gemacht, weil das eben ein bisschen, es gibt Abraumhalden, Beispiel, wie ich schön finde, aber sonst nennen wir es halt das neue Öl und man bohrt halt einmal und weiß noch nicht, wie man es ideal verbrennt, aber Öl wissen wir, ist gut und da sammeln wir mal gut. Und das wird ganz spannend bei der Durchsetzung. Und das ist, da kommen wir immer wieder zurück, das Kernproblem ist nicht unbedingt die Regelung, das Kernproblem ist die Durchsetzung. Allerletzte Frage, bevor ich Ihnen die Gelegenheit gebe, gibt es irgendwas, was Sie immer uns allen sagen wollten, was ich nicht gefragt habe, aber davor nur eine abschließende Frage. Und zwar, wir haben zwischendurch über dieses Thema gesprochen und da ein bisschen zur Seite gelassen, und zwar die Gegenüberstellung von Privat und Öffentlich. Und wir haben das eher zum Thema Staat gegenüber Unternehmen gemacht. Nun meine Frage aber, wer soll diese Daten kontrollieren? Wie sollen sie im Internet reguliert werden, diese Metadaten? Man kann sich vorstellen, dass wir sie den Unternehmen abgeben und sie sollen uns dafür kompensieren, dass wir ihnen die Daten übergeben, weil das ist mein Eigentum und wenn die davon Profit machen, soll ich Teil daran haben. Ich kann ein zweites Modell mir vorstellen und ich sage, diese Daten gehören einfach unter eine staatliche Regulierung
besser deponiert, wenn ich sicher gehen kann, dass dort keine Zweckentfremdung sozusagen stattfinden kann. Ich kann mir aber ein drittes Modell vorstellen, wo ich sage, weder staatlich noch privat, diese Daten kann ich, wie Morozov zum Beispiel vorschlägt, als Commons behandeln. Die gehören uns allen. Die sind nicht zu Profitzwecken da. Keiner darf daraus Profit schlagen. Und dann müssen wir uns gemeinsam ein Modell überlegen, wie diese Daten genutzt, verarbeitet, aufbewahrt und reguliert werden können. Aber jenseits des Staates und jenseits des Marktes. Also das heißt, hier finde ich, ist auch Diskussionsbedarf, uns um kluge Modelle zu überlegen, wie wir in der Zukunft mit diesen Mengen von Daten, die permanent und auch Metadaten, die gesammelt werden, umgehen wollen. Haben Sie eine Präferenz und wenn ja, wie begründen Sie sie? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dazu sehr Pragmatiker, als wie dass ich die Vorstellung hätte, dass wir das im Creative Commons wirklich durchsetzen können, weil das, der Druck, das zu kommerzialisieren, der ist massiv und der, also da kann ich, da könnte ich glaube ich 20 Mal zum EuGH latschen, die würden das nicht so sehen. Also was hätte ich gerne im Wunschkonzert, da könnten wir uns viel vorstellen, aber ich glaube, die Realität wird sein, dass, das, also dass Daten kommerzialisiert werden, in vielen Bereichen auch sinnvoll, ist auch okay, auch Facebook muss irgendwo Geld verdienen, das ist alles klar. Ich glaube, die große spannende Frage ist, wie weit darf es gehen und unter welchen Regelungen. Und wer soll Zugang dazu haben? Weil im Moment haben wir eine komische Situation, wo zu Forschungszwecken man gar keinen Zugang dazu hat. Ja. Also es gibt Ausnahmen für Forschungszwecke rechtlich, aber da einfach faktisch geben die einfach die Daten nicht her. Und ich glaube, das sind interessante Fragen, die man auch regeln kann. Ich glaube, dass wir bisher mit dem Zugang, den ich eben zuerst beschrieben habe, mit der Zweckbindung, relativ gut sinnvoll löst. Wir haben zum Beispiel in Europa keine Regelung, du darfst Daten keinem anderen Unternehmen weitergeben. Das ist bei uns relativ liberal, du kannst eigentlich Daten weitergeben, wie viel du willst, solange es für den gleichen Zweck verwendet werden. Also ganz banal, wenn ich bei Amazon mein Paket kaufe, wird logischerweise meine Adressdaten der Post weitergegeben, weil sonst kommt das Paket heute mal nicht an und meine Zahlungsdaten an die Visa oder an irgendeinen Payment Provider, damit das Geld dort ankommt. Das ist alles innerhalb der Zweckbindung und das ist auch logisch. Und ich glaube, dass wir bei solchen Sachen sinnvolle Regelungen, wie eben diese Zweckbindung, dass man sagt, gut, innerhalb von dem Zweck kann man Daten rauf und runter schicken, wie man lustig ist, aber dann darf halt der Payment Provider das nicht weiterleiten für eine Kreditauskunft und so weiter. Ne? Also ich glaube, sinnvolle Regelungen wie die brauchen wir, die müssen wir dann durchsetzen und dann stellen sich interessante Fragen, wie zum Beispiel, machen wir eine Pflicht, dass du als Unternehmen auch Daten zum Beispiel anonymisiert oder was weiß ich, für Forschungszwecke zur Verfügung stellen musst, kannst, einen Tax Break dafür bekommst, was weiß ich. Das sind auch noch spannende Fragen, aber ich glaube, dass wir sozusagen prinzipiell dieses, ich würde nicht Eigentum nennen, weil das für einen Juristen einfach fix besetzt ist, aber wer hat die Macht über die Daten? Das werden im Großen und Ganzen die Konzerne sein. Und dann stellt sich die Frage, wie regulieren wir diese Macht, sodass das nicht nur im Eigeninteresse eines Konzernes, sondern auch die Gesamtgesellschaft was davon hat. Und die Mischung macht es, weil am Ende wollen wir auch, dass die sozusagen am Markt sind und uns Dienste anbieten und so weiter. Aber wenn ich mal anschaue, wie viel Geld die machen, dann ist vielleicht die Möglichkeit, dass sie vielleicht ein bisschen die Privatsphäre mehr achten und dafür 10% weniger Umsatz machen, durchaus noch im Bereich des Möglichen, ohne dass die Welt untergeht. Und ich glaube, da würde ich bauchgefühlsmäßig hinwollen. Aber again, am Ende kommt es immer darauf an, man kann viel in Papier reinschreiben. Man muss halt in die Realität auch umsetzen. Noch etwas, was Sie einfach gleich uns zum Thema mitgeben wollen, weil wir schließen dann für heute. Ich habe so wenig, von sowas habe ich so wenig Sendungsbewusstsein, dass ich so das eine Ding habe. Ich glaube, was wichtig ist, auf der einen Seite das nicht zu übertreiben und zu sagen, sozusagen alles ist böse, was mit Daten gemacht wird und so weiter, sondern zu differenzieren und das andere ist nicht aufzugeben. Also was mich am meisten ärgert, ist dieses, da kann man nichts tun, das ist das Silicon Valley und Co. Wir leben in einer Demokratie, wenn das ist, und es gibt eindeutig sogar in den USA die Mehrheitsmeinung, dass das halbwegs reguliert werden sollte, dann ist am Ende auch so, dass wir uns vielleicht da durchsetzen müssen und sozusagen unsere Instrumentarien dafür verwenden. Und ich glaube, dass wir das in allen möglichen Bereichen schon langsam sehen, dass das kommt. Das fängt an, und das ist noch ein Satz, weil ich glaube, der ist wirklich spannend. Emotional berührt mich ja Datenschutz relativ wenig. Emotional berühren tut mich bei dem ganzen Ding, dass Konzerne glauben, sich einfach nicht an die Gesetze halten zu müssen und machen können, was sie wollen und damit davon kommen. Das ist das, was mich in Wirklichkeit intern mehr aufregt, als wie
Datenschutz selber. Und es zieht sich durch alles durch. Das fängt an von Arbeitnehmerrechten, wenn du da Uber-Fahrer bist, über keiner von denen zahlt Steuern irgendwo, über was weiß ich, Leistungszahlungen irgendwie. Wir brechen prinzipiell immer das Patent von jedem anderen und können uns nur dadurch absichern, dass wir andere Patente haben, wo man anderen verklagen können. Das ist ja alles nicht mehr rechtsstaatlich. Das ist alles irgendwie Warzone, mehr oder weniger. Und ich glaube, das ist das, was mich mehr fasziniert, dass wir die mal wieder halbwegs in diesen Rechtsrahmen reinbekommen, auf den wir uns demokratisch geeinigt haben. Und mich regt es mehr auf, ich habe das irgendwann einmal zitiert, der Kern hat das dann irgendwie immer wieder kopiert, Starbucks zahlt in Österreich weniger Steuern als ich, also die zahlen 1600 Euro Ertragssteuern im Jahr, da zahle ich mehr. Also vielleicht zahlen sie inzwischen mehr, das war glaube ich 2013 oder sowas, nicht, dass ich verklagt werde. Aber das sind Sachen, die regen mich viel mehr auf. Einfach die Frage, gilt das Recht für alle, haben wir uns auf was entschieden, und es gibt vieles, was ich auch nicht mag, aber am Ende muss ich mich dran halten, und ich glaube, das ist das, was... auf was wir auch vertrauen sollen und dran arbeiten sollen. Und das ärgert mich am meisten, wenn es so heißt, naja, da kannst du eh nichts machen, so in die Richtung. Also ich glaube, das vielleicht das als abschließende wannabe-positive-Spirit-Message. So. Sehr gut. Vielen, vielen Dank.